So, da sind wir jetzt schon in der nächsten und ich muss mal gucken, welche Waffe ich heute nehme. Ach komm, hier. Ich wieder. Wow. Ja, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge zum Todsein. Bin ich der Artikel? Bin das? Nee. Zum Glück nicht. Da oben ist jemand. Wir haben den Vorteil errungen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, aber muss auch die ganze Zeit reden. Hat er die ganze Zeit... Ich versuche jetzt hier unten lang zu laufen. Ist der behämmert? Ach komm, wir laufen jetzt hier durch. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Die Map ist auch komplett neu für mich. Und ich würde mal gerne wissen, ob ihr eigentlich wirklich davon mehr sehen wolltet oder welche Projekte ihr eigentlich gerne auf meinem Kanal sehen wollt. Ob das jetzt vielleicht doch Yu-Gi-Oh! Oder sowas ist. Yu-Gi-Oh! Hätte ich auch einen Haufen Bock. Kostet eben nur 20 Euro das Spiel. Musste ich mal gucken, ob ich mir das leisten kann. Moment. Eigentlich schon. Ich hab seine Ska, ich hab seine Ska. Yo! Turn on, bitch. Ja, was soll denn das heißen mit auf Deutsch? Ich kann nämlich keinen. Und die Map ist, geht ja gar nicht, fällt mir jetzt das auf. Ist ja nicht so, dass ich sowieso die ganze Zeit so ein bisschen hin und her... Lauf, als ob ich nicht kann. Kann ich auch nicht. Habe bisher noch 0 Abschüsse. Habe 25 Punkte. Also sagt nicht, dass ich nicht direkt was kann. Ich habe Punkte. Und Punkte sind ja was wert. Von weiß ich noch nicht mehr, wo hier überhaupt was ist. Also ich werde hier ist der. Ich bin ja hier der größte Noob. Von. Von beiden Seiten kommen die. Also die Map ist überhaupt nicht meine. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe sie niemals gewählt. Von hier drin kann man doch keinen kein Blitzschlag oder sowas machen. Nur irgendwie draußen, wo sie gerade zu spawnen, sonst. Endlich! Halleluja! Naja gut, jedenfalls zwei Tode habe ich schon mal gemacht. Das ist schon mal so ungefähr eine KD von 0,2. Ja, eigentlich 0,3 schon noch oder so. Was in dem Moment, wo ich mich hinlegen wollte. In dem Moment, wo ich gerade mich hinlegen wollte, hat er mich getroffen. Das finde ich ein bisschen unfair, nicht wahr? Hä, von wo? Ach, der hängt... Jo, sicherlich.
sie hängt da schon nicht mehr. Was soll das? Da ist einer rumgelaufen. Da ist vorher einer rumgelaufen. Nein, den tötet man nicht. Man wartet erstmal, bis der Menzi kommt. Oh. Warum sollte man noch warten, bis niemand anderes kommt? Oh, von hinten. Das war mir sowas von klar. Ich wollte mir eigentlich nach dem Kill, wollte ich mich umdrehen. Aber hat leider doch nicht geklappt. Ich muss mal hier irgendwie mal was reden, oder? Was soll ich denn reden? Ich habe ja bald Urlaub. Das habe ich letzten Part gesagt. Ich habe einiges vor mit euch. Das habe ich auch noch. Habe ich auch schon irgendwann mal angesprochen gehabt. Das habe ich ja jetzt eigentlich als sekundär. Naja. Drohne in der Luft. Radar offline. Granate fliegen! Das war ja schon peinlich, oder? Oh, an der Seite! Lack mich doch dafür. It's just a game. Ja, wo... Jetzt frage ich mich auch die ganze Zeit. Jeder regt sich so extrem auf. Aber es ist doch eigentlich doch... Also es ist nicht nur eigentlich, es ist ein Spiel. Leute, regt euch nicht so auf. Wenn ihr jetzt in der Essel wärt, dann würde ich das kapieren. Aber sonst... So, jetzt in die nächste Runde rein. Jetzt mit wieder mit der MTA, ja. Und bin ich mal gespannt, wie das jetzt so ankommt. Ne, man kommt gerade irgendwie im Fernsehen umziehen am Strand. So geht das. Unauffallend. Ich kann nicht ordentlich laufen, wenn ein Kunde vor mir ist. Ah. So. Das wäre aber auch noch so eine Sache. Gerade eben habe ich mich so aufgeregt. Ja, die Leute, die regen sich auf. Bei den ganzen Spielen. Dass es so krass ist. Und die das so ernst nehmen. Und jetzt rede ich so über Umziehen am Strand. Wie macht ihr das eigentlich am Strand? Oder geht ihr schon so umgezogen so zum Strand und dann so denkt ihr so, ja, jetzt lass mich mal trocknen am Strand. Ist doch egal, wie ich nach Hause fahre. Und auch hinfahre. Ich würde es sowieso lieben gerne mal wieder am Strand. Aber es will ja keiner mit mir. Leute, gibt es irgendeinen Fan, der mit mir sich wohin fahren möchte und treffen möchte? Das wäre ziemlich, ziemlich nice. Ich würde es sehr gerne annehmen. Zeit, dass du kommst mit deinem Gewehr. Schön am Strand liegen, aber nein, Menzi muss halt arbeiten. Nein, Menzi ist sowieso zu voll und keiner möchte mit ihm fahren. Ah, ich hab guten Schaden gemacht, aber nicht direkt Kill. Ich würde sowieso mal gerne erfahren, wo eigentlich die ganzen Leute herkommen, mit denen ich hier. Also die mir zuschauen, nicht mit dem ich spiele, sondern mit denen ich, die mir so zuschauen. Das würde mich mal auch interessieren. Achso, ist schon jemand tot. Ja! Wir haben die Kontrolle verloren. So. Also ich komme in der Nähe, komme aus, ja, ist so die Sache, wie man das nimmt. Also ich
Theoretisch komme ich aus Sachsen, jetzt wohne ich Brandenburg, aber nicht so weit entfernt von Sachsenia. Was ist ein Sniper? Wollt ihr mich ver... Hä? Ach, da hing die ganze Zeit einer. Oder kam dorthin. Muss man ja auch mal jemand sagen. Und mit einer Sniper bin ich nie so gut unterwegs. Das wird langsam jetzt schon warm. Also es ist so ein komisches Wetter in letzter Zeit. Also gestern hat es gewittert wie verrückt. Da hat man gedacht, die Welt geht unter. Okay. Wie sieht's denn jetzt überhaupt aus? 0 zu 7. So wie letzte Runde und jetzt kommen erstmal 2 Kills. Oder ich werde noch zweimal gekillt und danach kommen 2 Kills. In der Map kann man sich auch recht stark verstecken, das ist es ja. Und für so welche Maps bin ich eigentlich überhaupt nicht geschaffen. Aber so könnte es eigentlich weiterlaufen. Es war jetzt eigentlich hier oben campen und campen ist nicht so das beliebteste bei jedem Gamer. Ich wollte gerade Waffe wechseln. Ah, ich habe als Feldwaffe habe ich ja sowieso nur den die RPG. Und die RPG kann ja glaube ich so gegen die Menschen nicht antun. Also mit dem Kumpel fand ich das viel besser, weil da hatte man sowieso die ganze Zeit jemanden zum Reden. Und er ist die ganze Zeit ausgeflippt wie so ein kleines Kind. Das war auch recht ziemlich lustig. Und wir haben auch was ganz anderes gespielt, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube Entschärfungskommando. Hieß es. Das war geil, muss man sagen. Was? Ja, dieser. Hier wird langsam extrem warm. Und ich habe noch nie mal Eis zu Hause. Das ist das Böse daran. Das Böse, es gibt's. Ah, zum Glück habe ich heute Nachtschicht. Das bedeutet, ich habe noch Zeit, mir irgendwie Eis zu besorgen oder so. What the fuck? Oh, ich wollte gerade den letzten Kill machen, Jungs. Das war so knapp vorm letzten Kill machen. Nice. Gut, aber da würde ich sagen, würde ich mal den Part beenden. Heute 4 zu 12 auseinandergegangen. 0,3er Quote. Das ist eigentlich recht gut. Mir fällt jetzt erst auf, dass dort eine Quote steht. Wenn ihr natürlich mehr davon sehen wollt, gibt noch mal rum, wenn nicht einen Daumen unten. Ich höre jetzt erstmal auf. Guck mal, was ich jetzt noch aufnehmen kann als kleine Vorproduktion. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt ihr, wenn man es wollt. Ciao, ciao.